Ende 2011. Grundsteinlegung für den Neubau, der in 2 Jahren das humanistische Gymnasium beherbergen wird. Nun ist es soweit. Die Arbeiten sind wenige Tage vor dem Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen worden. Nicht wenige der heutigen und der ehemaligen Schüler des traditionsreichen Gymnasiums wollten bei der Übergabe des neuen Baus anwesend sein. Die Übergabezeremonie fand in der neuen Aula Magna statt. Diese Aula Magna ist mit einer großen Fensterfront versehen. Sie soll auch ein Fenster auf die Stadt Bozen darstellen, eine offene und direkte Verbindung zwischen dem Leben in der Schule und der Welt draußen. Der Neu- oder Ausbau von Schulen und Bildungseinrichtungen war in all diesen Jahren einer der Schwerpunkte der Politik der Landesregierung. Ich sage immer wieder, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir in der Lage sind, entsprechende Strukturen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Bereich realisieren zu können. Der wichtigste Bereich ist sicher die Schule, denn die ganze Autonomie nützt uns nichts, wenn wir nicht gut vorbereitete Frauen und Männer haben, die diese Autonomie verwalten können. Deswegen brauchen wir eine zeitgemäße Schule. Es braucht die Eltern, die davon überzeugt sind, die Schüler, es braucht vor allem gut ausgebildete und vorbereitete Lehrerinnen und Lehrer und es braucht vor allem auch die Strukturen, denn ein Schulhaus ist das Ambiente, wo eben Unterricht gestaltet werden kann, ist praktisch der dritte oder vierte Lehrer. Und deswegen ist wichtig, wenn man irgendwie Leibeserziehung machen will, dass man die entsprechende Turnsäle hat, wenn man auf der anderen Seite Sprachen lernen will, dass man entsprechende Ambiente hat oder Musik und so weiter oder Physik oder irgendwie Chemie, da braucht es halt auch die entsprechenden Einrichtungen. Und deswegen sind wir froh, dass wir die Möglichkeiten haben und dass wir heute diese Schule einweihen können. 31 Klassenzimmer mit Neben- und Sonderräumen, 2 Turnhallen, eine Bibliothek, Verwaltungsbüros, Lehrerzimmer. Das sind nur einige der neuen Einrichtungen des humanistischen Gymnasiums Carducci in Bozen. Der Bau umfasst 44.300 Kubikmeter, Platz für die Bildung der zukünftigen Generationen. Eine neue, schöne, helle Struktur für unsere Schule, für unsere Jugendlichen. Wir sind sicher stolz. Es ist wichtig, gute und funktionelle Strukturen zu haben. Es ist aber auch wichtig, eine hohe Qualität der Bildung zu gewähren. Und das ist in unserem Fall eine Sicherheit, das heißt, unsere Jugendlichen wirklich für die Zukunft vorzubereiten und auch neue Möglichkeiten schaffen. Vorhaben des Projektes war es, einen schlichten und einfachen Bau zu verwirklichen, bei dem das Funktionale im Mittelpunkt steht. Zentrales Thema ist das Spiel der Kontraste, etwa kalte Materialien und warme Farben oder glatte und raue Oberflächen. Es macht wirklich Freude heute, weil es uns gelungen ist, eben wiederum eine Schule für unser Bildungssystem zu übergeben und auch in einer Zeit bzw. auch Kosten, die erträglich sind und unter das liegen, was wir eben vorgesehen haben. Deswegen freut es uns ganz besonders, dass wir konnten hier sowohl die Zeit wie auch alles, was wir damals eben besprochen haben, rechtzeitig zu übergeben. Und jetzt wollen wir eben, wie bereits gesagt, damals mit der Bibliothek weiterarbeiten. Die Fassade des Neubaus besteht aus vorgehängten Betonfertigteilen aus hellem Sichtbeton mit glatter Oberfläche und aus einer Stahlkonstruktion mit anthrazitfarbener Beschichtung und großen Glasflächen. Der Bau hat etwas weniger als 18 Millionen Euro gekostet. 2,5 Millionen sind für Ausstattung und Einrichtung ausgegeben worden. Die Gesamtkosten belaufen sich also auf fast 20,5 Millionen Euro.